Soße, Bacon, Patties, Zwiebel, Salat, Tomaten. Nochmal Soße oben drauf. So Leute, das sind die geilen Dinge. Schaut euch an. Riesengroß hier. Das haben wir hier mal wieder mit durchschneiden. Hallo, Servus und herzlich willkommen back zu einem ganz kleinen Video. Ich habe schon vor über einem Jahr einmal hier einen kleinen Burger gemacht. Heute etwas simpler als das letzte Mal. Bacon, frische Tomaten, Zwiebeln, zwei Burger Patties. Natürlich ganz wichtig, die Brioche bei uns. Ich bestehe immer noch drauf, die Dinge gehören kurz angebraten. Immer noch von Young Gourmet die Chili-Paste mit einer kleinen Joghurtsoße, da kommt ein kleiner Schuss Zitrone rein, Meeressalz, Cheddar Cheese über die Burger Patties und klassisch knackiger Eisbergsalat. Bis gleich zum Braten. Ganz wichtig, bei den Tomaten ruhig etwas dicker schneiden, absolut keine Angst haben. Das muss nicht so miniaturmäßig sein wie in manchen sehr bekannten Burgerläden. Also, man soll ja auch verstehen. Plus, was ich euch empfehlen kann, sind die Fleischtomaten, die ganz großen, damit ihr einfach einen ganz anderen Flavor reinbekommt. Obere Stücke kann man dann natürlich auch ohne den Burger verzehren. Das ist nicht zum Wegschmeißen. Mal die Burger, dann rechte Zwiebeln schälen und dann sehen wir sie gleich beim Schneiden. Bisschen runter mit der Hitze, einmal die Butter schmelzen lassen. Und, ganz wichtig, nicht so zu heiß, damit der Bacon nicht dann gleich brennt. 1, 2, 3. Real Talk, wer mag nicht Bacon zu einem Burger? Muss einfach sein. Jetzt gehen wir weiter wieder zur Zwiebel. Also ruhig, einfach die ganze Zwiebel nehmen. Und für die Idee nehmen wir nochmal ein gutes Stück Butter. Soll ja auch gerne Geschmack haben. Werden wir dann auch gleich nochmal Ding drauf geben. Ordentlich Salz. So, gleich noch ein Stückchen Butter dazugeben. Richtig fahren, wie gesagt, im Hauptkonzept ist es nicht allzu gesunde Speise, also werde ich auch machen. Momentan eher weniger, aber mir geht es hauptsächlich darum, es soll einfach was schmecken. Butter ist natürlich der Geschmacksträger, daher auch absolut keine Angst haben, ein bisschen mehr Butter zu verwenden. Es soll einen schönen Geschmack haben, es soll nicht verbrannt sein. Easy. Einerseits, das ist aber noch eine zweite Seite. Theoretisch, weil ich sehe, dass ich da noch mehr als genug Platz habe. Kann ich jetzt schon die Zwiebel dazugeben, aufpassen, umdrehen, damit die Zwiebel nicht auseinanderfällt. Da die gleiche Geschichte. Letzte Stücke, nachschauen, alles in Ordnung. Also noch ein bisschen runtergeben, das kann man sich gleich beim Wenden und Anrichten. Zwiebeln sind schon draußen, jetzt kommt das Wichtigste, für mich zumindest, bei einem geilen Burger neben der Soße. Cheddar Cheese, ich absolute Magie. Ich liebe Cheddar Cheese, ja, allgemein Schmelzkäse, aber nicht den Fake-Schmelzkäse, den man für den Toast verwendet, sondern richtigen Schmelzkäse. Andersrum. Und dann geht es auch schon ans Burger machen. Soße, Bacon, Patties, Zwiebel, Salat, Tomaten. Nochmal Soße oben drauf. Es wird Patties sein, es wird von der Seite reden, aber I love it. I absolutely love it. Fangen mit der Soße an, schön viel davon. Und immer noch die Chili-Paste vom lieben Young Gourmet. Jetzt kommt auch der Salat unten drauf. Schön crunchy Eisbergsalat. Ich liebe ihn. Zack, zack, zack. Und keine Angst, in dem Käse, der ist dann auch gleich geschmolzen, sobald man alles zumacht. Zack, zack. Zwiebeln. Diesmal nur auf einen Burger. 1. Die Dinger sind gigantisch. Also like gigantisch. So. 1, 2. So Leute, das sind die geilen Dinger. Schaut euch an. Riesengroß hier. Das haben wir hier mal wieder mit durchschneiden. Ich habe mega Bock, ich habe so den ganzen Tag nichts gegessen, extra wegen diesen zwei Burgern schon so sick aus. In diesem Sinne, Jungs und Mädels, das nächste Video wird dann endlich mit der DJI Pocket 2 aufgenommen, mit einer richtigen kleinen 4K-Kamera. Das ist momentan das iPhone 13 Pro, I guess, oder noch? Mal schauen, vielleicht, ich möchte auf jeden Fall, dass die Videoqualität besser wird und an sich auch mal das Konzept. In diesem Sinne, Kuss geht raus, passt auf euch auf und schnell die Tür zu, bevor die Nachbarn kommen.